1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. Ton passt. So, jetzt kann ich reden. Einen wunderschönen guten Abend bei der Afterwork Motorsport Liga 1.
Und heute, wie man es schon sieht an dem Bild, sind wir in Brands Hatch, nenne ich die Strecke Brands Hatch Circuit. Liegt mal so 51 Kilometer von London entfernt, also südöstlich müsste da, das ist in der Grafschaft, nämlich der Grafschaft Kent. Und zwar ist das hier die Gemeinde Parkham bei Dartford. Na, da wird wahrscheinlich der Dart erfunden worden, wenn man das so nennt. Aber ist jetzt auch egal. Jedenfalls sind, glaube ich, jetzt muss ich schon wieder lügen, 43 Runden sind angesetzt hier heute. Wir sind gerade jetzt hier bei Grisou. Ich muss heute alles so ein bisschen mehr erzählen, denn heute gibt es keine Einblendungen. Ab nächstes Rennen gibt es das wieder. Bin jetzt noch hier am, sage ich mal, noch nicht so weit und bin am Experimentieren. Da, um das jetzt auch mal wieder anzukündigen, wir das Team zurück auf Twitch gehen. Das mal kurz angesprochen. Natürlich wird die Live-Auslosung weiterhin auf YouTube-Kanal sein, aber die Rennen werden auf Twitch jetzt gestreamt und auch das 4-Stunden-Event bleibt nach wie vor auf YouTube dabei. Gut, kommen wir zu der Strecke selbst. 3,9, also 3 Kilometer, 908 Meter ist sie lang. Ein Höhenunterschied von 32 Metern. Kurven sind 9. Ja, die Strecke hat es in sich. Denn, wie ihr wisst, die Straße hier ist nicht breit. Kaum Überholungsmöglichkeiten, ganz klar. Ein paar Feinheiten, sondern hier kann man auch mal unheimlich schnell abfliegen. Zum Beispiel jetzt, wo wir gerade mal da sind, in der Kurve. Da klappt das auch ganz gut, dass man hier sich mal ein bisschen aufs Gras und schon drehst du dich, genauso wie hier. Da geht es dann auf den Sand und wenn du dann zu früh Gas gibst, ganz klar, dreht sich das Auto auch, vor allen Dingen hier in dieser Kurve. Wir gehen natürlich nachher im Qualifying wieder mal, setzen wir uns ins Auto und gehen einmal die Strecke durch. Ich sage immer zu der Strecke, das ist das Laguna Seca Europas. Aus dem Grunde einfach, weil sie schwierig ist, weil man hier abfliegen kann. Zum Beispiel nehme ich, wir setzen uns mal wieder rein. Übrigens, wir sind bei Grisou drin. Da kann man ihn auch mal einblenden. Da ist er nämlich hier. Auch wirklich, jetzt geht er wieder raus. Jetzt wollte ich das zeigen. Gehen wir mal zum Coach. Der ist nämlich auch gerade hier. Die machen das jetzt hier mit Absicht. So. Da sind wir jetzt im Plattfuß. Okay, ich gehe mal hoch. Okay, lassen wir das. In der Quali, die 20 Minuten dauert, werde ich auch euch sagen, wo die einzelnen Fahrer sich in der Tabelle befinden. Wo sich Teufelsfront jetzt hier gerade dreht. Teufelsfront ist im Moment auf Platz 14. Ist von Nexus Racing Concept. Da ist er, das... Da ist ja ein Teammitglied. Wir haben auch sehr gute Fahrer, die auch woanders rumschwirren und sehr schnell sind. Das haben sie vor kurzem woanders mal gezeigt, was sie drauf haben. Gut, hier sind wir bei Plattfuß. Plattfuß muss ich noch Danke sagen. Ich hoffe, er hört es nachher, wenn er sich den Stream anguckt. Er hat mir ein Set, also ich war am, was war das, Dienstag bei Triple X in der Lobby, was mir wieder mal so richtig Spaß gemacht hat. Zum Beispiel, da war Kaliber, da ist ja auch ein alter, sag ich mal, Gran Turismo Sport Weggefährte und auch auf Gran Turismo 6, daher kennen wir uns schon sehr, sehr lange. Und da hat mir Plattfuß ein Setup gegeben für einen Mustang. Da nochmal richtig fett Danke, das hat er in 5 Minuten gerade mal so gemacht. Wir sind auch ein paar Rennen gefahren und ich konnte auch die Zeiten so ein bisschen schnüffeln, war ganz klar. So, da sind wir schon bei der Quali. Auf geht's. Ihr seht unten, ist die Minutenzeit eingeblendet.
müsste jetzt heute mal unten rechts gucken, sonst mache ich ja immer oben so ein Qualifying. Gut, wo war ich stehen geblieben? Zeitentechnisch. 21, ganz klar. Hier in der ersten Liga. 21 muss da sein. Ich habe dann mal auch so gefragt, ist eine 1,19 möglich? Sie sagten ja, mit leerem Tank. Und da muss alles passen. Hier in Brands Hatch. So, ich hau auch mal so zwischendurch auch noch mal ein bisschen Geschichte hier rein. Man kennt es ja von Gran Turismo 6, Ayrton Senna, wo man ja diese Challenge hatte mit Ayrton Senna, mit dem Lotus-Auto hier drauf. Da konnte man ja Ayrton Senna Zeit schlagen. Ich weiß gar nicht, wie schnell man da sein musste. Ich glaube, 1,9 noch was war das. Aber Ayrton Senna hat in der Formel 1-Zeit hier von 1964 bis 1986 nicht einmal hier gewonnen. Aber das mal dazu. Dann setzen wir uns, ich hoffe, Donitalia fährt keinen Sprit ab, dann setzen wir uns jetzt mal rein. So, das nennt man hier die Brabham Straight. Und jetzt geht's rum um die Paddock Hill Band. Band Hügel. Hügel, nein, nicht Hügel. Band heißt Biege. Auch sehr schwierig. So, und hier hat man immer das Gefühl, so, oder so ich, hier fährt man um eine Kurve. Nee. Hier fährst du einmal ganz rum in der Haarnadel. Jetzt ist er durch die Hellwood Hill, jetzt durch die Dweeds ist er jetzt dabei und jetzt fährt er durch den Graham Hügel, nämlich hier. Alles, das ist alles ganz einfach gewesen, wobei davor muss man, vielleicht gehen wir gleich nochmal drauf ein, muss man wirklich den, wirklich passen. Ja, dass man da die Kurve auch richtig gut trifft. So, erster Schwierigkeitsgrad hier. Hier kann man abfliegen. Ganz schnell, wenn man zu weit rauskommt, die Kurve. Und kann man nicht richtig einsehen. Und wenn man dann hier aufs Grüne kommt, nämlich rechts. Nope. Dann ist es schon fast vorbei. Ich habe jetzt gar nicht die Kurven benannt, aber das mache ich so auch mal während des Rennens. Das ist hier jedenfalls die Clark-Kurve. Warum die so heißt? Ganz einfach. Weil Jim Clark, nämlich hier mal als erster in ein Formel-1-Auto gewonnen hat. Das mal zu Jim Clark, darum heißt die Jim Clark-Kurve. Und zwar war das nämlich auf dem Lotus. Und Lotus ist diese Formel-1-Team, was hier auch damals, wo die Formel-1-Zeit war, am meisten gewonnen hat. Und, noch was dazu, um die Information ganz rauszuhauen, Niki Lauda hat hier damals 3 Mal gewonnen. So, das mal dazu. Da ist jetzt Donitalia hat sich ein bisschen vertan. Und dann gucken wir mal auf die Zeit. 1,20,606 mit vollem Tank. Na, könnte fast sein, dass wir die 1,19 sehen. Gut, schnuppern wir jetzt mal so ein bisschen rum. Damit wir auch mal die anderen sehen. Kaliber im hat welche vor sich. Da, Marco und Wayne. Tut euch bitte nichts. Dann gehen wir mal auf so ein bisschen. Ich werde so zwischenzeitlich auch sagen, wo die einzelnen Fahrer sich befinden. Kaliber ist in der Tabelle auf Platz 7 mit 43 Punkten. Dann gehen wir mal nach hinten zum Tabellenführenden, nämlich Kalli Halli. Kalli Halli auf Platz 1 mit 118 Punkten. Hat 30 Punkte Vorsprung. Also er meint es diesmal wirklich ernst in dieser Saison. Ich habe nur gerade was geguckt. Sorry. Meint es diesmal richtig ernst. Also ich glaube, dass Kalli Halli diese Saison gewinnen will. Er hat sie ja schon einmal gewonnen. Und zwar in der Saison 7. Da ist er aufgestiegen in die erste Liga und hat gleich mal den ersten Platz gemacht und hat sie gewonnen. Ist immer oben mit bei. Hat auch ganz deutlich gemacht. 5 Rennen, 4-mal gewonnen und einmal den 3. Platz gemacht. Das mal zu Kalli Halli. Donitalia ist auf Platz 2 mit 88 Punkten. Ratzeking
der vorige Gewinner von der Saison 11 befindet sich auf Platz 3 mit 72 Punkten im Moment. Vielleicht, naja, war die Wagenwahl nicht ganz so gut bei ihm. Aber schauen wir mal, was nicht ist, kann ja noch werden. Aber es sind so einige Points. Es sind 46 auf Platz 1. Laut meiner Rechnung hat auch eine 21.7 gefahren. Und dann gehen wir auch mal nach hinten hier. So, da ist... Was sag ich? Das war die... Paddock Event. Nämlich die Paddock Hügelbiege. Ein bisschen übersetzt für euch. Die muss man auch richtig treffen. Wer geht denn jetzt mal über die Ziellinie? Wir gehen mal hin. Ich versuche mal da einen zu kriegen. Donitalia macht sich wieder auf. Und dann gehen wir auch mal ganz schnell die Kurvennamen durch. Das ist Haywood Hill, wo er jetzt ist. Jetzt bleiben wir hier bei. Jetzt geht er um die Druids. Damit ihr auch mal die Kurvennamen wisst. Jetzt Graham Hill. Auch schwierig. Da muss man genau den Winkel treffen. Das ist die Cooper. So nennt sich die gerade. Dann Surtees. Nämlich hier. Eigentlich relativ einfach. Muss man natürlich auch den Schaltpunkt richtig kriegen, um den ganzen Schwung mitzunehmen. Nämlich auf dieser Gerade. Weil es geht nämlich erst hier ein bisschen bergauf. Und jetzt seht ihr es. Geht es bergunter. Das ist die Haut. Oder Haut-Tom. Biege. Dann die Westfield-Biege. Die ist hier. Wo sich Donitalia im Moment befindet. Kani Halli hat jetzt mal die Zeit getoppt von Donitalia. Dingeldell. Und dann Dingeldell Corner. So nennt sich die. Dann Sterlings Biege hier. Das ist die Clearways, also der klare Weg. Dann die Clark-Kurve. Und dann wieder rauf auf die Brabham Straight. Wo er sich jetzt, mal gucken, seine Zeit. Da ist Kani Halli ein bisschen näher gekommen. Also 1.20.492 von Kani Halli. Gucken wir mal. Kaliber ist auf einer Boxenrunde. Ratzeking ist auf einer schnellen. Bleiben wir einmal bis zur ersten Zeitrechnung bei ihm. Also quasi bis zur ersten Lichtschranke, wie ich immer sage. Hohohoho. Aber, das ist ja das, was ich immer sage. An der ersten Zeitrechnung. Freak Ralfi, grüß dich, guten Abend. Schön, dass du hier bist. Also bei der ersten Zeitrechnung, um da wieder anzuknüpfen, sind die meisten wieder. Ist ja immer, ne? Es kommt jetzt... So, jetzt gucken wir bei der zweiten. Er geht dann nämlich jetzt durch und da hat er nämlich die ganze Zeit wieder verloren. Und die, schätze ich mal, hat er so ein bisschen in der Zutiers verloren. Nicht richtig getroffen. Den Schaltepunkt, um den Schwung, ganzen Schwung mitzunehmen. Nämlich auf die Pilgrim's Drop. Da geht es ja so ein bisschen hoch und wenn du da erstmal den Wagen wieder auf Touren triffst, weil du den Schwung nicht mitgekriegt hast, das kostet dann mal so richtig Zeit. So, Ratzeking habe ich gesagt, ne? Dritter Platz. So, gehen wir mal zum fünften hier. Raptor. Wo ist Raptor? Im Moment auf Platz 4. Kann auch an Ratzeking kratzen. Hat ja auch schon den ersten Platz gemacht. Ein Wahnsinnsrennen hat er da hingelegt. Waren wir ja live dabei und haben dazu geguckt. War auch richtig, haben wir auch im Interview gemerkt, war richtig gut zufrieden. Also, von Ihnen 21.9 und bei 10 Minuten, wenn alle draußen sind, gehen wir mal in die Echtzeit, damit wir einmal reingucken können. Jeweils nach wie vor Kani Halli mit der schnellsten Zeit. Gefolgt von Donitalia, Kaliber, Ratze, King, Raptor. Ein bisschen weiter nach hinten. Wayne mit einer 1.21.149 seine schnellste Runde. Aber ich glaube, da kommt noch was. Da wird noch was noch kommen. Da sind wir bei ihm bei. Mit dem Aston. Dann, wen haben wir denn noch nicht? Teufelsrunde haben wir schon gesagt. Mago, da ist er. Teamchef von Afterwork Motorsport
und ein Gründer, Mitbegründer dieser Liga. Sie bestand, glaube ich, mal aus 3 Ligen am Anfang oder 2. Und jetzt sind es schon 10. Und die Warteliste ist noch lang. Seine schnellste Runde, eine 1:20.969. Und das ist schon Wahnsinn. Ich guck mal, sind sie alle draußen, damit wir uns einmal die Echtzeit angucken können. Da ist sie. Also bis Platz 7, alles 20er-Zeiten. Dragon Eye, grüß dich. Wo war ich? Bis zum Platz 7, 1:20, dann folgen die 21er-Zeiten. Das sind schon wahnsinnige Zeiten. So, Braunman ist da. Er hat eigentlich für heute abgesagt, ist aber da. Laut meiner Liste, dann müssten es trotzdem 13 Fahrer sein. Dann fehlt uns noch einer. Ich guck mal gerade, ja. Mir fehlt einer. Das ist nämlich der Coach. Sehe ich jetzt gerade auf den ersten Blick. Mr. Krebs. Mr. Krebs hat 6-4-2. Coach fehlt. Ich hoffe, ich sehe. Ich hoffe, er ist da. Vielleicht mal gleich fragen in der Pause, ob Coach dabei ist. Nicht, dass da irgendwas falsch läuft. So, und da ist schon fast meine 1:19. Das ist schon wahnsinnig. Das ist schon Wahnsinn. Leute, Leute, eine 1:19 hier hinzudonnern. Also, das ist schon eine Hausnummer. So, dann gehen wir einmal hier hin. Denn Mr. Krebs ist auf einer schnellen Runde. Da ist er. Mit dem Mercedes-Benz. Und er ist gerade durch die Zeit gegangen. Dauert aber nicht lang, da ist er wieder da. Jetzt geht's hier rum. Wo ist er denn im Moment? Ich bin Dingeldell, genau, durch die Dingeldell-Corner. Wird jetzt wahrscheinlich nochmal neu ansetzen, um da nochmal eine schnelle Runde hinzuballern. Wünschen wir ihm das. So, dann haben wir hier den Raptor. Zeigen ist auf einer Boxenrunde. Dann Plattfuß. Hier, jetzt auf der 2. Sehen wir gerade. Hat Don Italia seinen Teamkollegen verdrängt. Also dreimal Triple X auf Platz 2, 3 und 4. Kann die Halli mit einer 1:20.109 mit. Also im Moment auf der Pole. Und Don Italia ist aber nur 38.000 hinter ihm. Das könnte in den letzten Minuten wieder was geben. Und da müssen wir uns auch wieder konzentrieren. Wenn wir hier so ein bisschen durchgehen. Mr. Krebs, habe ich gesagt, Platz 9 der Tabelle, in der Liga. Auf Platz 9 mit 28 Punkten. Zu Platz 8 zu Coach. Na, da sind das 24 Punkte. Wenn Plattfuß sich nochmal neue Schlappen holt. Gucken wir nochmals. Hat sie Kinder auf der schnellen Runde? Nein. Wayne jetzt auf Platz 5. Ist auf einer Runde. So, Kaliber ist auf einer schnellen unterwegs. Gucken wir mal so ein bisschen seine Linie. Ne. Ist nix. 14 Minuten sind um. Ich hoffe, mit dem Stream geht es, mit dem Ton. Ich will es nicht immer wieder ansprechen, aber naja. Darum habe ich es heute mal so gemacht. Nicht ganz, sage ich mal, schlechte Qualität zu haben. Aber ich hoffe, es geht so. Gut. Auf in den letzten 6 Minuten. Alles holt sich nochmal frische Reifen, um wirklich nochmal jetzt noch eine Zeit hinzulegen. Jetzt müssen wir langsam aufpassen, denn es geht in die entscheidende Phase. Alle Mann raus, denn heute ist ein guter Platz wichtig, was ich auch am Anfang gesagt habe, schwer hier zu überholen. Wirklich schwer, denn die Straße ist nicht breit, um da richtig anzusetzen.
Also. Dann lassen wir uns überraschen jetzt. Auf die letzten Minuten. Dann fangen wir dann mal an. Franz King Box. Wayne. Ist auf Platz 5 mit 58 Punkten. 9, einmal 9. 3. Platz, 10. Platz, 3. Platz, 6. Platz, 6. Platz. Also, Wayne kann schnell sein. Er ist auch schnell unterwegs. Hat jetzt seine schnellste Runde jetzt hier gerade auf dem Wagen. Mal gucken, ob er die 128. Hundertstel mitziehen kann. Wenn er über Start und Ziel geht. Ja. Wow. Wow. Eine 1.20.392. Okay, da folgen aber noch die anderen. Ist jetzt im Moment auf Platz 2. Wo ist Kanihali? Kanihali geht jetzt nochmal. Mal gucken, Plattfuß. Nein, da wird es nichts draus. Was macht Don Italia? Wir haben es jetzt nicht gesehen, aber jedenfalls geht er jetzt über die Ziellinie. Bleibt auf seinem 4. Platz. Die 38.000stel bleiben bestehen. So, Kaliba geht jetzt nochmal. Gucken wir mal bei seiner zweiten Lichtschranke, wenn er da durchgeht. Wir bleiben so lange hier. Hat auch sehr gute Zeiten am Dienstag hingedonnert. Nein. Raptor S-Boxenrunde. Ich gucke auch immer schon. Mein Blick geht immer nach rechts. Ob da alles okay ist. Da ist die Beste. Da leuchtet es wieder lila. Bei Kanihali. Nee, da hat er wieder verloren. Und Kaliba schiebt sich nach vorne auf Platz 3. Das habe ich gerade gesehen. Plattfuß hier nochmal. Gucken wir mal. Ups. Und ich sehe auch gerade bei der Zeit, er hat sich einen Schaden geholt. Muss er sich aber nochmal ganz schnell beeilen. Und da ist die 1.20.063 von Kanihali. Also, wie gesagt, die 1.19 ist drin hier. Das nochmal Mr. Krebs, der auch nochmal versucht auf Platz 9. Und wir müssen hier hinschauen. So. Don Italia. Aber jetzt da, also man kann diese nach dieser Kurve, wenn man sie hervorragend kriegt, hier noch richtig gut Zeit machen. Gucken wir mal, schauen wir mal drauf. Ja, sieht er, ne? Er hat eben zwar über 200. Jetzt sind es nur ein bisschen weniger. Das kommt drauf an, wenn man, dass man diese Kurve da richtig kriegt, den Schaltpunkt richtig findet. So gut. Ratzeking. Okay, Ratzeking ist auf dem Gras. Hinterlässt Spuren natürlich. Sieht man ganz toll. Und Wayne behauptet sich weiterhin auf Platz 2. Aber das wird nichts. Das habe ich jetzt schon oben gesehen an der Zeit. Er hat noch Zeit, jetzt nochmal eine ganze Runde zu gehen. Nee, das... Nee, jetzt bricht das ab. Kanihan, die ist auch in diesem Modus. Don Italia geht nochmal rüber. Sehen wir gerade. Kaliba. Vom Team Triple X. Kaliba ist 7. Platz. Hat so ein bisschen Pech gehabt. Mit seinen Rennen 2., 9., 12., 6., 5. Vielleicht wird es heute im 4. Zeit hätte er noch. 1.20.468 seine beste Zeit. Nee. Oder doch. Oder nee. Nein. So, das Qualifying ist vorbei. Und
Platz 1, so wie in der Tabelle. Kani Halli. Ich muss mal gerade fragen. Scheiße. Ich schreibe mir jetzt Coach. Ach, X. Bitte nicht auf meine Rechtschreibung achten. Lass das. So, ich habe mal ganz schnell geschrieben. Das mache ich nur, um zu fragen. Wenn er da ist, dann sehe ich ihn nämlich nicht. Ich hoffe, mir schreibt gleich einer. Ah, natürlich ist er da. Ich schussel. Oh, Mann. Asche auf mein Haupt. Denn Coach hat ja eine Quali-Strafe. Oh, Leute. 20.25 Uhr. Ich gehe nochmal ganz schnell eine rauchen. Sorry. Die Information habe ich nicht rausgehauen. Tut mir leid, Leute, aber ich bin sofort wieder da. So, gehört habt ihr mich? Ich bin wieder da. Uiuiui, vergessen, dass Coach eine Quali-Strafe hatte. Also, das heißt, er wird heute vom letzten Platz starten. Wenn sie jetzt hier alle warten. Und wollen wir hoffen, dass kein Bug entstanden ist oder sonst irgendwas. Das wirklich... alle dabei sind. Also Powerman hat es noch geschafft zum Rennen. Ist auf Platz 13 im Moment. Mit 12 Points. Also es fehlen dann quasi Pavel und Omega heute. Und ist ja das letzte Rennen dieses Jahr. Dann geht es ja wieder weiter. Moment. Wann es wieder weitergeht.
Und zwar am 5. Januar wird es dann wieder weitergehen. Und dann freue ich mich auch. Das ist nämlich Suzuka. Und dann das letzte Rennen am 12. Januar. Dann ist diese Saison auch schon wieder vorbei. Geht immer rasend schnell, finde ich. Werden wir hier nochmal gucken. Auf die Echtzeit. Da haben wir noch mal einen kurzen Moment Zeit für, um da noch mal rauf zu gucken. Coach ist jetzt auf der Strecke, wird heute vom Platz 13 starten, wie gesagt, mit der Quali-Strafe. Und es ist 20 Uhr schon 26. Oh, hat Finale begonnen, schnell raus. Und dann 43 Runden. Hoffen wir auf ein cooles Rennen. Lass mich rein. So, die berühmte Einstellung von mir. Da seht ihr alle. Dann sollte es losgehen hier auf Brands Hatch. Noch kein Motorengeheule. Hoffen wir, dass kein Bug entstanden ist. Schreck. So, auf geht's. Rechtzeitig dabei. Kani Halli. Wayne mit einem sehr guten Start. Jetzt geht's durch die erste Schwierigkeitsgradkurve. Mal gucken, ob alle dabei bleiben. Da sehen wir sie. Alles gesittet. Und jetzt geht's erstmal hier rum. Um die Haarnadel rum. Alle sind dabei. Alle noch auf der Strecke. Schon leichte Berührung bei Mr. Krabs. Kanihali auf der 1. Don Italia hat sich auf die 2 geschoben. Vor Wayne. Kaliber ist auf der 4. Ratze King auf der 5 im Moment. Raptor ist die 6. So wie wir das sehen. Kanihali, bei dem wir im Moment dabei sind. Auf Platz 1 behauptet. Mit der schnellsten Rundenzeit natürlich. Eben. Das war fast eine 1,19 von ihm. Wir gehen jetzt mal ein bisschen zu den anderen. Was die anderen so machen, alle gut durch. Coach schon auf Platz 11. Hat schon mal Mr. Powerman und Grisou hinter sich gelassen. Während... was sehe ich da? Ich habe mal gerade die Z-Taste gedrückt. Denn Don Italia muss einen Fahrfehler gehabt haben. Denn Wayne ist wieder vorbei und ist auf Platz 2. Und während das Kanihali natürlich jetzt wieder mal so ein bisschen in die Karten gespielt hat, denn der ist nämlich schon über eine Sekunde weg. 1,9 zu Don Italia. Jetzt heißt das, ich komme aus Berlin, okay, das braucht jetzt keiner wissen, denn hier sind wir nämlich in Brands Hatch bei der Liga 1 im Rennen geschehen. Während wir hier bei Plattfuß gerade dabei sind, der auf Platz 80 im Moment befindet. Hier, Mr. Krabs auf der 10. Was macht 2 und 3? Wayne jetzt so ein bisschen weg. Don Italia, sein Teamkollege ist hinter ihm. Und da winkt auch schon der Ratze King. Genau, auch gucken. Denn diese Kurve ist immer so ein... Sehen wir alle gut rumgekommen. Werden wir jetzt wieder... bei Don Italia und Ratze King fängt schon mal so ein bisschen an zu drücken. Nehme ich auf. Kaliber, da seht ihr es. Wir können auch mal kurz direkt hingehen. Da hinten seht ihr den Raptor von Nexus Concept Racing. Während jetzt Ratze King durch die Klarkurve gegangen ist. Da vorne ist schon etwas weiter weg der Kanihali, wie ihr es sehen könnt. Schnellste Rundenzeit bisher 1:21.043 von Kanihali. Jetzt wird schon in der dritten Runde ab durch die Haarnadel. Da kommen sie alle rumgeschossen. Wir sind hier wieder bei Mr. Krabs, immer noch auf der 10. Hat den Mako vor sich und den Coach hinten dran. Mal gucken, wie weit Coach sich nach vorne arbeiten kann. Wir jetzt bei Wayne sind, kann die Halli schon 2 Sekunden weg.
natürlich heute Afterwork Motorsport in der Lackierung, der Weihnachtslackierung. Müsste jetzt noch mal ganz genau etwas hinschauen, da ist der Weihnachtsmann. Oh, Donitalia! Verliert jetzt natürlich wieder Zeit zu Wayne und hat sich auch eine Strafe geholt. Sie muss er jetzt gleich abbauen. Mal gucken, ob er die jetzt auch gleich abbauen wird, denn er steuert auf die Clark-Kurve zu. Er muss sie vor Ende der Runde abbauen. Natürlich auch hier im Brennsatz ganz schlecht, die Zeit abzubauen. Ja, er macht Platz, baut sie ab. Dadurch jetzt Kaliber und Ratzeking vorbei und Donitalia verschlägt es auf Platz 5 vor Raptor, der jetzt auch ein bisschen angeschossen kommt und fast mal so ein bisschen in sein Heck da reinkuschelt. Gut. Wayne natürlich jetzt durch den, sagen wir mal, etwas aufs Gras gekommenen Donitalia, hat er jetzt so ein bisschen jetzt Zeit gewonnen. Kann sich jetzt so ein bisschen auf Platz 2 behaupten. Kaliber die 3 jetzt im Moment. Ratzeking ist die 4 hier. Dann Donitalia die 5. Raptor die 6. Hier sind sie alle etwas enger zusammen. Sein Teamkollege Teufelsfront ist die 7. Plattfuß ist die 8. Krebs jetzt auf der 9. Hat den Mago überholt. Mago hier auf der 10. Coach auf der 11, Grisou auf der 12 und Powerman ist die 13 vom Monkey Town Racing. Wo waren wir? Nämlich hier so ein bisschen. Wir glucken mal ein bisschen hier, ob der Raptor Donitalia jetzt hier mal so ein bisschen unter Druck setzen kann. Das schauen wir mal. Bleiben wir mal einen ganz kleinen Moment hier. Wollen wir hoffen, dass vorne nichts passiert. Sie sind ein bisschen weiter auseinander da vorne. Aber das Mittelfeld ist etwas enger zusammen. Und Raptor jetzt mal ein bisschen weit rausgekommen. Hat sein Auto auch ein bisschen quer gestanden. Was Plattfuß jetzt wieder eben näher bringt. Und da hinten sehe ich auch Mago ziemlich weit draußen gewesen. Aber alles noch, konnte er alles noch abfangen. Da ist er. Zieht jetzt bei Mr. Krabs in Windschatten. Ja, hat mal gesagt, hallo. Ein bisschen so ein Heckschlag. Aber ganz normal. Nichts passiert, kein Schaden. Oh, ich fahre schon wieder mit. Mal gut, dass ich mein Lenkrad abgebaut habe. Denn Mago setzt an und setzt sich. Mago hat sich durchgesetzt. Das gucken wir dann nochmal. Da kommt er jetzt gleich angeflogen. Und zwar in der Dingledale Corner macht das. Da ist er vorbei. Da hat er sich dann mal vorbeigesetzt. An Mr. Krabs. Wenn hier Nexus Concept Racing an uns vorbeizieht. Schauen wir gleich wieder mal ein, zwei Plätze weiter nach vorne, ob Donitalia jetzt sich ein bisschen absetzen konnte und wieder aufschließen kann zu Platz 4, zu Ratzeking. Ja, hat er jetzt sich ein bisschen Luft verschafft. Da schwirrt gerade Ratzeking an uns vorbei, da kommt er. Aber wir sind hier auf Platz 5 und schauen dann mal zu Kani Halli. 2,4 Sekunden weg. Seht ihr auch von GT-Man oder GT-Man. Sein Teamkollege, der hier auch mit in der ersten Liga ist. Nämlich der Grisou ist das. Ist ja ein bisschen weiter hinten. Bleibt ein bisschen konstant, aber Kaliber rückt so langsam. Oh nein! Kaliber mit dem Fahrfehler. Und es spült ihn auch zurück. Hat einen Schaden. Ja, einen Frontschaden. Oh, das wird ihn wieder ärgern.
wir können das nochmal sehen, was ihm da passiert in der Clark-Kurve. Ja, zu weit nach außen getragen und da kommt ein Rutschen. Zu weit nach außen und schlägt da mal in die Wand ein. Schade, schade, Kaliber. Hat sich dadurch jetzt auch den Front- und den rechten Aufhängungsschaden geholt und Raptor ist schon dran. Der will dann wohl auch gleich dran vorbeiziehen. Natürlich jetzt die Podiumsplätze wieder anders. Nur Platz 2 und 3, oder der dritte Platz, nämlich Ratzeking ist jetzt auf Platz 3 nach vorne. Und Donitalia jetzt auf der 4. Kaliber jetzt nach wie vor auf der 5, siebte Runde. Einfach zu früh für einen Boxenstopp. Das wird die ganze Boxenstrategie mal wieder richtig durcheinander wirbeln. Bei Kaliber. Wir schneiden mal hier ins Mittelfeld. Da ist nämlich Mago auf Platz 9 in den Überholvorgang, haben wir gesehen. Teufelsfront. Auf der 6. Plattfuß ist die 7. Mago schon die 8. Mr. Krabs ist die 9. Coach jetzt auf der 10. Sehe ich. Nicht, dass da noch irgendwelche Schäden wir verpasst haben. Ne, alles gut. Schneiden ja auch sofort wieder hin, um dabei zu bleiben. Ob es Mago nämlich schafft, sich so langsam Zeit abzuknabbern zu dem Plattfuß. Ab geht's hier durch. Und jetzt Schwung holen. Jetzt geht's wieder hier, sieht man ganz deutlich wieder bergauf. Teufelsfront, nee, Plattfuß nähert sich nämlich den Teufelsfront. Da sehen wir es. Und Mago hinten hinter ihm in Lauerstellung. Also die Kurve kriegt, hat Mago jetzt mal ein bisschen deutlich besser gekriegt. Und ich sehe auch gerade, dass sich da jemand nähert. Wenn wir hier gerade bei Plattfuß sind, wir müssen hier hin. Denn Donitalia nähert sich nämlich dem Ratzeking. Da sehen wir es. Jetzt muss erstmal Donitalia wieder in seinen Rhythmus kommen. Ratzeking hier im Moment auf seiner schnellsten Runde, kommt hier ein bisschen weit raus. Und wirbelt hier auch ein bisschen Staub auf. Donitalia kommt ihn. Ah, verliert jetzt wieder ein bisschen Zeit gegenüber Ratzeking. Da sind wir beim Führenden. Kann jetzt ein bisschen gechillter das Rennen diktieren. 2,5 Sekunden. Braucht nicht so ganz auf die Tube hauen. Und wenn ihr mal so auf die Reifen bei ihm guckt. Ihr seht es bei Wayne und bei ihm, der absolute Reifenflüsterer. Ganz klar, das kann er und Sprit sparen. Hat auch so manche Rennen in seiner Boxenstrategie auch gewonnen. Wenn wir jetzt mal hier auf Wayne gehen, der im Moment auf Platz 2 ist und 1,7 Sekunden vor Platz 3 hat, im Ratzeking. Donitalia nähert sich. Nicht so ganz entscheidend im Moment. Donitalia an, Ratzeking ran, Raptor hier, die 5. Sein Teamkollege ist die 6. Und Plattfuß hat es so ein bisschen jetzt mit Mago zu tun. Mago bisher mit einer 1:21.215 seine schnellste Zeit. Wir gucken mal bei Mago. Ein bisschen langsamer als Mago. Sehen wir auch gerade. Aber da verliert Mago wieder Zeit. Während Plattfuß jetzt Teufelsfront so langsam in Visier hat. Da sehen wir es. Corvette gegen Aston.
Das ist auch so eine kleine Angstkurve, weil sie nicht einsehbar ist. Muss man sich wirklich seinen eigenen Lenkpunkt, den muss man wissen. Zehnte Runde schon. Jetzt Paddock. Hügelbiege. Mit knappe 160 durch. Das ist eine gute Geschwindigkeit. Und jetzt durch die Haarnadel hier. Bleiben wir noch einmal so ein bisschen hier, denn jetzt den Scheitelpunkt richtig kriegen hier. Um den Schwung mitzunehmen und dann im Windschatten mal richtig anzuklopfen bei Teufelsfront. Und dann zieht der Windschatten schon. Jetzt aufpassen. Mal gucken, mit welcher Geschwindigkeit er die Kurve geht. Mit knappe 180. Aber oh nein, Paulmann hat die hat das hier verlassen. Ich hoffe, das ist kein Disconnect. Er hatte im ersten Rennen schon einen. Während Plattfuß immer noch versucht, Teufelsfront unter Druck zu setzen. Gucken wir mal nach den beiden hier. Und dann, wie wir sehen, Platz 3 und 4. So langsam aber sicher im Zweikampf. Nämlich Donitalia und Ratzeking. Jetzt übt Donitalia Druck aus. Schnittiger runtergehen. Und bekommen hat Donitalia diese Kurve. Man sieht es, die Zeit purzelt. Die hat er deutlich besser gekriegt. Wie Ratzeking. Geht auch so ein bisschen jetzt aus dem Windschatten raus. Mit über 180 hier durch die Kurven. Das ist schon was, mit dieser Geschwindigkeit da durchzugehen. Da vorne ist Wayne. Mal gerade gesehen. 2,8 Sekunden zu Ratzeking. Kann jetzt so ein bisschen beruhigt, sag ich mal, ohne Druck jetzt hier fahren. Kann die Halle hier auf der 1, ganz klar. Kann er jetzt ganz in Ruhe diktieren. Denn Platz 3 sind schon 5 Sekunden weg. Wenn wir da hinten mal kurz Raptor gesehen haben. Jetzt ab hier durch die Haarnadel. Und dann gehen wir mal auch ein bisschen wieder weiter hier hinten hin. Gucken uns mal hier so ein bisschen in Mr. Krabs jetzt auf der 9 hier. Da ist er. Mit dem Mercedes. Coach nach wie vor auf der 10. Achte Runde war seine beste. Eine 1:21.981. Mit dem Scheibenwischer an. Jetzt mal hier zu Coach. Da ist er. Auf Platz 10. Chrisou, hier ist die 11. Kaliber auf der 12 wird sein Schaden wohl repariert. Hat er reparieren lassen, war in der Box. Hat auch die schnellste Rundenzeit. Nämlich mit einer 1:20.819. Im Moment. Versucht natürlich jetzt Zeit gut zu machen. Jetzt hier wieder ins Mittelfeld gestreut sind. Ich sehe auch da oben nähert sich Donitalia immer mehr den Ratzeking. Wenn wir kurz mal hier schauen. Gehen noch ein bisschen nach vorne. Mal gucken, wie weit Donitalia jetzt weg ist. Eine halbe Sekunde. Dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
Dann sollten so langsam aber sicher die ersten Boxenstopps kommen. Ich schätze mal so 16., 17. Runde wird es passieren. Die ersten Boxenstopps. Und dann gucken wir mal, wer welche Strategie dann fahren wird. Wie gehabt, das erste Mal diese Saison 3-3. Oder war das auch schon Saison 11? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Wurde ja geändert und während Johnny Italia mal so ein bisschen weiter wieder nach außen getragen worden ist. Mit dem Aston, den er fährt. Da seht ihr mal die Abstände und da geht's los. Wayne rein, Ratze King rein, Johnny Italia rein. Also 14. Runde. Kann die Halli, kann noch gehen. Raptor jetzt dadurch auf der 2. Teufelsfront ist die 3. Plattfuß dichter dran. Bleiben wir kurz hier. Ob er da jetzt mal was versucht. Mal die Bodenkamera angezeigt bekommen. Gerade in der Beobachtung sind. Ob es da mal vom Plattfuß einen Überholvorgang geben wird oder den Versuch mal an Teufelsfront vorbeizugehen. Hier auf Brands Hatch 15 Runden haben wir. Geht rein. Und Teufelsfront. Coach geht rein. So einige drin. Nur Kani Halli war noch nicht drin. Sprit genug hat er. Wenn das mal nicht eine Einbox-Strategie wird. Er müsste. Ja, na, schauen wir mal. Ob er das macht. Vielleicht ist Plattfuß ja auch darauf aus, dass er nur einen Boxenstopp machen will. Genauso wie Cresu. Muss natürlich alles funktionieren. Kaliber jetzt wieder auf der 4. Aber laut seiner Spritanzeige müsste er nochmal rein. Ist ja in der Klarkurve zu weit nach außen gekommen. Ist dann in die Boxenmauer so ein bisschen eingeschlagen. Ist ja in der Tabelle auf Platz 7. Gehen jetzt mal ganz rein weiter nach hinten, nämlich hier. Marco jetzt auf Platz 11. Mr. Krabs auf Platz 10. Das sah eben schon anders aus. Mal, ob Marco noch in die Box muss. Nein, er war drin. Er hat aber mehr Sprit mitgenommen. Darum befindet er sich jetzt auf Platz 11. Jetzt auf Start und Ziel. Gucken wir mal, wie. Boah, mit über 160 hier durch. Das ist nicht von schlechten Eltern mit der Geschwindigkeit dadurch. Durch die Paddock Hill. Geschwindigkeit. So, hier auf die Gummimatten lang. Ab durch die Tortis. Hätte jetzt ein bisschen Windschatten ziehen können. Hat er nicht groß gemacht. Bleiben wir noch kurz hier, denn Dingel, der Corner. Da hat er nämlich den Mr. Krabs überholt.
erstmal nicht. Wir gehen mal ins gepflegte Mittelfeld. Da sind wir nämlich. Ratze ging jetzt die 6. Wayne die 5. Aber Kani, Halli, Plattfuß, Grisou noch nicht in der Box gewesen. Und ich bin schon fast der Meinung, sie machen nur einen Stop. Aber das werden wir noch sehen, ob sie das machen. Da ist er, der Kani Halli. Auf Platz 1, 14 Sekunden zu Plattfuß. Unangefochten im Moment in der Tabelle auf Platz 1. Habe ich ja zu Donny Thalia, sind es mal so 30 Punkte. Und wenn es jetzt so bleiben würde, dann wären es noch mehr. Sind ja noch 3 Rennen. Auch mal. Da ist Plattfuß. Und ich glaube, die sind spritmäßig noch gut unterwegs. Das müssten quasi bis zur 22. Runde müssten sie draußen bleiben, wenn sie auf einen Stop unterwegs sind. Alle anderen fahren drin. Wenn wir hier ein bisschen bei Ratzeking sind im Moment. Von Storm Falcon Racing Team. Runde. Wir steuern so langsam auf die Halbzeit zu. Fällt, naja, noch nicht so ganz auseinander. Wir gehen mal ein vor. Welche sind ein bisschen näher dran? Wir gehen mal zu Platz 5. Wayne. Da habt ihr es mal richtig schön gesehen, die Weihnachtslackierung des von Afterwork Motorsport. Da ist es. Ah, die war. Ja, Lizzie macht ja unsere Lackierungen. Richtig toll gelungen. Sieht schön aus. Ist ja heute, glaube ich, soweit ich weiß, Co-Moderator in der Ü-Liga mit Crumpy. Und da nähert sich langsam jemand. Wenn wir hier bei Kaliber sind, der nähert sich nämlich dem Grisou. Jetzt vorsichtig. Da sind wir mal so richtig drauf. Gucken wir mal nach vorne. Und da oben haben wir den Rückspiegel. Da ist Wayne. Und Wayne klopft schon mal mächtig bei Kaliber an. Jetzt aufpassen. Was war das denn für ein Sprung? Ich glaube eher, dass die sich nicht sehen. Die sehen sich nicht, die beiden. Man sieht es direkt. Oh, oh, die sehen sich nicht. Bin ich der festen Meinung? Nein, die sehen sich nicht. Sonst würde das hier nicht sein. Nee, die sehen sich nicht. Die haben sich nicht gesehen. Da hat man es gesehen. Nee, da, jetzt hat man es ganz, ganz deutlich gesehen. Die beiden sehen sich nicht mehr. Oh, oh. Wir denken jetzt auch, was ist jetzt los?
Warum hakt das hier so? Die würden hier niemals in dieser Kurve da durchgehen. Oh, und da trägt's jemanden raus. Das war Cresu. Wenn Kaliber jetzt auf der 3 ist, Wayne verschlägt es nach hinten. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Wir sehen das nochmal. Ja. Da ist Cresu richtig weit nach außen. Und da hinten auch noch jemand, Don Italia. Oh, das ist ärgerlich. Wenn das so ist, wenn man sich gegenseitig nicht sieht. Wenn wir hier jetzt mal auf A1 sind. Ja, das wird eine Einbox-Strategie von Kanihali und Plattfuß. Die werden nur einmal in die Box gehen. Kaliber jetzt auf der 3. Müsste gleich jetzt auch nochmal in die Box schneiden. Dann Ratzeking jetzt im Moment auf der 4. Raptor ist die 5. Don Italia ist die 6. Cresu, wie wir es gesehen haben. Auf der 7. Die 8 ist Wayne. Dadurch, dass die beiden Kaliber und Wayne sich nicht gesehen haben. Teufelsfront. Coach hier im Zweikampf mit Mago. Und Kanihali geht rein. Während Mago versucht, an Coach dran zu bleiben. Da ist auch mal die. Da sehen wir es. Kommt aber nicht entscheidend ran an Coach. Mr. Krebs ist die 12. Und Paul Mann, haben wir gesehen, ist aus der Lobby raus. Und Plattfuß jetzt auf der 1. Plattfuß geht noch eine Runde. Und dann sehen wir hier was. Wir sind gerade bei Don Italia bei. Hier sind sie enger zusammen. Ratzeking nähert sich Kaliber, aber Raptor nähert sich auch Ratzeking. Die 3 hier. Kanihali ist auf Platz 7 wieder rausgekommen. Hallo Dragon Eye. Grüß dich. Mr. Krebs ist im Moment auf der Position 12. Oh, hat ein Hexe. Okay, wir driften dann mal in die Box rein. Mal gucken, ob wir das haben. Ja, da ist der Schaden schon passiert. Da hat er wohl so einen kleinen Ausritt gehabt. Ratzeking ist die 1. Hoffentlich haben wir jetzt nichts verpasst. Ich gucke mal, ob irgendwelche Schäden sind. Raptor ist die 2. Kaliber musste ja nochmal in die Box, das haben wir gesehen. Der musste nochmal rein. Jetzt Don Italia auf der Position 3. Über die Hälfte des Rennens haben wir hinter uns. Moment, müsste aber nochmal in die Box, genauso wie Raptor. Da ist er. Dann Don Italia, die 3, die müssen alle nochmal rein. Wayne müsste auch nochmal rein. Und ihr seht's. Kanihali, Auto voll, Reifen neu. Er wird dieses Rennen durchknallen. Das Rest des Rennens. Wir gehen auch gleich mal durchs Feld, um zu schauen, wer auf welcher Position ist. Wir gehen mal so hier ein bisschen hin. Denn die nähern sich so langsam, alle 3 hier. Don Italia
rückt Raptor aber so langsam aber sicher auf die Pelle. Während er jetzt doch hier so wieder so ein bisschen Zeit verliert. Wayne ist die 4. Er verliert jetzt auch die Zeit, das sieht man ganz deutlich. Was machen die ersten beiden? Kommen die sich näher? Schauen wir mal drauf. Zeit. Mal so geguckt. Nee, jetzt holt er... Ja, jetzt bleibt so ein bisschen gleich. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr zwischen den beiden. Ja. Jetzt hat er so ein bisschen die Windschatten gezogen. Jetzt ist er richtig nah dran, der Raptor an Ratze King. Mal gucken, ob... Raptor jetzt mal vor der Haarnadel. Nein, macht dann. Da setzt er jetzt auch nicht richtig an. Oh oh, mein Stream hakt. Sehe ich gerade, sorry. Ist aber wieder am Laufen. Noch nicht irgendwie in der Position, um zu sagen, ich setze jetzt mal bei dir an. Wie gesehen, hier gibt es kaum, also fast gar keine Überholmöglichkeiten hier auf Brands Hatch Circuit. Gelbe Flagge. Wer ist es? Mr. Krabs hat den Raum verlassen. Und er und da steht jemand. Steht immer noch da. Ich bin jetzt mal durchgegangen. Ich weiß nicht. Das ist Kaliber. Gucken wir mal, was passiert ist. Da fährt er noch. Auf Platz 10 liegt. War noch mal... Oh. Was ist hier los heute mit der Lobby? Steht da auch. Wird auch gleich ein Disconnect haben. Ich weiß nicht, was da los ist mit der Lobby heute. Während hier gerade Ratze King im Zweikampf ist mit Raptor. Und Raptor ist vorbei. Jetzt ist Kaliber da weg. Irgendwas muss da passiert sein. Irgendwas hakt hier heute. Jedenfalls Raptor jetzt Nummer 1 im Moment. Müssen aber alle nochmal wieder in die Box. Versuche mich da jetzt auch wieder zu sortieren. Krabs, Mr. Krabs raus. Disconnect, Kaliber war irgendwas. Urplötzlich. Während Ratze King jetzt hier in die Box geht. Raptor ist noch nicht dran. Donitalia jetzt hier wieder auf der 2. Muss aber auch noch mal rein. Wir gehen jetzt mal durch hier. So, Wayne. Auf Platz 3 im Moment. Muss rein. Und Kani Halli so ein bisschen am Wayne jetzt dran. Lass uns mal schauen, ob Kani Halli, da kommen die ersten beiden durchgeknallt. Raptor und Donitalia. Oder sie sind noch alle in der Lobby drin und ich habe da Schwierigkeiten mit der Lobby. Wenn Kani Halli jetzt sich ein bisschen zurückfallen lässt auf Wayne. Ich glaube, Kani Halli weiß auch, dass Wayne nochmal in die Box rein muss. So.
Mago auf der 5. Seht ihr auch am Sprit. Muss dann nochmal rein. Sehen wir ganz deutlich. Dann die 6 ist im Moment der Teufelsfront, während Wayne reingeht in die Box. Sie müssen, glaube ich, alle nochmal so ein bisschen rein. 7 ist Plattfuß. Ratze King jetzt auf der 8. Durch seinen Boxenstopp. Grisou die 9. Couch auf der 10. Dreiviertel Tank, 28. Runde. Kaliber hat sein Auto abgestellt. Noch mit Totalschaden. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Habe ich das noch? Dann gehen wir nochmal hin. Ja, da geht. Können wir nicht sehen, was da wirklich passiert ist. Wir sind jetzt hier nochmal im Replay drin. Okay. Gehen da jetzt auch raus. Da geht er auch in die Box. So, jetzt sind wir wieder im Rennen geschehen. Während Raptor jetzt wohl gleich in die Box gehen wird. Und dann Italia wird auch reingehen. Das wird Kani Halli, der jetzt auf Platz 3 sich hier befindet. Dann auf Platz 1 wieder ist. Also diese Saison, muss man so sagen, ganz, ganz starke Performance. Was Kani Halli hier mit den Aston Martin als Aston Martin hinlegt. Ganz stark. 17 Sekunden Vorsprung. Raptor kommt aus der 2 wieder raus. Plattfuß hier auf der 3. Ratze King ist die 4. Wayne die 5. War ja eine Zeit lang im Rennen auf Platz 2. In der Quali auch auf Platz 2. Donitalia. Durch einige kleine Fahrfehler nach hinten gespült worden. Auf zu Platz 6. 7 ist Grisou. Mago ist die 8. Teufelsfront ist die 9. Und Coach ist die... Halt. Jetzt haben wir den Coach übersprungen. Da ist Coach. Kaliber hat sein Auto abgestellt. Und wie gesagt, Wayne und Kaliber haben sich nicht gesehen. Das hat man deutlich erkannt. Im Stream hat man ganz genau gesehen, dass die beiden sich nicht gesehen haben. Und Coach hat auch die schnellste Rundenzeit mit einer 21,8. Er ist schnell. Hat auch starke Performance. Hat vielen, vielen Fahrern auch das Fahren beigebracht. Hat vielen Fahrern gezeigt, wie es geht. Wenn wir jetzt hier zu Ratze King gesprungen sind. Plattfuß ist die 3. 31. Runde. 13 Runden noch mit dieser. Auch keiner groß im Zweikampf. Gehen wir mal zu Wayne. Da könnt ihr auch die Abstände sehen. Das im Auge behalten mit Donitalia. Aber sich Wayne nähern kann, ob da gleich mal ein Zweikampf entstehen wird. Da ist Grisou. Platz 7. Jetzt alles, die Abstände, alles ein bisschen weiter auseinander.
seht ihr es. Zur 9. Sprit reicht. Der einsam jetzt hier seine Bahn ziehen kann. Während er jetzt zur 33. Runde geht, dann sind das noch 11 Runden. Besteht auch schon etwas länger das Team. Ich wusste mal, seit wann die schon zusammen sind. Ich glaube schon seit Gran Turismo 5 gibt es das GT-Man. Und wenn man die Schriften liest auf dem Auto, wisst ihr auch, was er für ein Lenkrad hat. Da steht dick fett Fanatec drauf. Und wir schwirren mal ein vorher, nämlich hier. Ratze King nähert sich nämlich dem Plattfuß. Da kommt Bane um die Ecke geschossen. Bleiben wir mal kurz hier, ob Ratze King es schafft, an Plattfuß weiter ranzukommen. Jedenfalls im Moment auf seiner schnellsten Runde. Die schnellste Runde für ihn hat er in der 29. gehabt. Eine 1:21.209. Wayne ist 1,2 Sekunden hinter ihm. Hier sind wir gerade bei Ratze King. Versucht jetzt mal, nämlich an Plattfuß ranzukommen. Jetzt aufpassen in der Clark-Kurve. Wayne ist jetzt auch wieder ein bisschen näher gekommen. Da hinten ist Don Italia. Jetzt ab durch die Haarnadel. Die Tweets nennt sich diese Kurve. Graham Hill, dann jetzt hier lang an. Plattfuß. Das bringt natürlich Ratze King dem Plattfuß jetzt näher. Durch den Quersteher von Plattfuß. Sehr schnell von Plattfuß in die Kurve reingegangen. Man hat es gesehen. Wayne kommt jetzt auch langsam näher. Don Italia hier auch. Die vier hier. Grisou kriegt es so langsam mit Marco zu tun. Nee, Abstand ist ungefähr gleich. Nee, hat er ein bisschen verloren. Aber wir gehen mal zu dem Vierergespann hier wieder. Die kommen nämlich so langsam, aber sicher sich alle näher. Man sieht es. Vielleicht wird das gleich nochmal ein heißer Tanz. Um Platz 3. War es eine Sekunde, jetzt ist es. Ja, jetzt ist es wieder eine Sekunde. Und Plattfuß weiterhin auf schnellen Kurs. Hat jetzt eine 1:21.3 in der 34. Runde hingelegt. Das war bisher seine schnellste. Ich glaube, er drückt nochmal den ersten. Scheucht das Auto nochmal. Wollen wir hoffen, dass das nicht in die Hose geht. Ein bisschen Zeit rauszuholen gegenüber Platz 4. Aber Wayne nähert sich. Und Don Italia nähert sich Wayne. Das war ihm schon mal ein bisschen weiter.
Wayne. Kann man es am deutlichsten sehen, dass die sich hier langsam alles näher kommen. Gelbe Flagge. Wen hat sich da erwischt? Den Coach hat es erwischt. Gucken wir mal. Wo ist er denn? Eine. Oh, kurz. Bisschen aufs Grün gekommen. Da kannst du die Dingeldell vergessen, um dann nicht einen größeren Abflug zu riskieren. Ist er auf die Bremse? Das ist Brennfettschleif. Das kann hier jedem passieren. Und dann gehen wir mal 16 Sekunden. Ganz gechillt für Kani Halli. Raptor jetzt 4 Sekunden vor Ratze King. Und da kommt sich näher. Platz 3. Der Kampf ist eröffnet um Platz 3. Tummeln sich jetzt. Da sehen wir es. Wayne macht das schon mal deutlich. Du, ich bin da. Und ich will vorbei. Hat jetzt mal vor der Haarnadel, wo viele ansetzen zum Überholen, hat Wayne mal versucht, an Ratze King jetzt hier vorbeizukommen. Jetzt versucht das wieder. Und Wayne noch auf Platz 4. Oh oh. Gucken wir mal gleich, was hier in Hardwood Bend passiert. Er zieht jetzt so ein bisschen zurück. Ganz fair die. Aber das, der Drops ist hier, wie man so schön sagt, noch nicht gelutscht bei den dreien. Und Wayne ist vorbei. Wir bleiben noch kurz hier und gucken uns das dann gleich mal in der Wiederholung an. Aber Donitalia ist an Ratze King jetzt dran. Zeigt sich schon mal rechts. Also Wayne an Ratze King vorbei. Aber wir gucken, wir haben jetzt noch das Auge auf Donitalia. Boah, starkes Manöver von Donitalia. Mal gucken, ob Ratze King jetzt zurückkontern will. In der Haarnadel. Nein, tut er nicht. Ganz starkes Manöver von Donitalia, der jetzt auf F4 ist und mit aller Wahrscheinlichkeit nochmal versuchen wird, jetzt Wayne einzuholen. Und da jetzt nochmal dran zu kommen. Will jetzt auch gar nicht groß die Wiederholung sehen. Denn ich will nämlich sehen, ob Ratze King es schafft, da dran zu bleiben, an den beiden. Okay, dann können wir mal ganz schnell die Wiederholung einblenden. Wo Wayne an Ratze King vorbeigeht, nämlich hier. Da geht er vorbei, stark, aber ganz stark. Bestimmt alles schön auf den Radar geguckt, um zu sehen, wo ist er, was macht er. Dann können wir da auch jetzt wieder rausgehen und dann das starke Manöver dann von Donitalia noch. Und es ist noch gleich geblieben. Der Raptor ist auf 2. Holt sich Punkte für den Treppchenplatz in der Tabelle, ist ja auf Platz 4 mit 9 Punkten Abstand zu Ratze King. Also er kann dann noch mit auf den Podiumsplatz. Den kann er sich noch erfahren. Strategie aufgegangen von Raptor. Aber auch
so ein bisschen, wie wir es gesehen haben, in Rennen nicht gesehen haben. Wenn wir jetzt hier wieder auf Donitalia sind, der nochmal versucht, Boden gut zu machen, 39. Runde. Kanihalli ist schon in der 40. Nehmen wir auch mal durchs Feld jetzt hier. Platz 1, Kanihalli, Raptor ist die 2. Wayne ist die 3. Donitalia ist die 4. Ratzeking ist die 5. Mago. Heute auf Platz 6. Cresu ist die 7. Teufelsfront, habe ich da jetzt richtig geguckt? Nein, alles gut, ne? Sind alle gut durch. Plattfuß hat es so ein bisschen nach hinten verschlagen. Auf der 9. Und wieder den Coach übergangen. Wie wir eben gesehen haben, bei den Abflug vom Coach. Wo aber nichts passiert ist. Und wieder weit nach außen. Ja, die Dingeldell-Corner ist nicht ohne. Kaliber hat sein Auto abgestellt. Haben wir auch mitbekommen. Warum? Dann schauen wir mal wieder auf Wayne. Und Donitalia drückt nochmal auf die Tube. Denn jetzt sind die letzten drei Runden angeläutet. Und Donitalia nähert sich jetzt den Wayne. Da wird Donitalia jetzt in den letzten Runden nochmal Druck, in den letzten drei Runden jetzt nochmal Druck ausüben auf Wayne. Ratzeking jetzt hier auf Platz 5. Hat jetzt auch so ein bisschen den Anschluss nach vorne verloren. Zwei Disconnects, ein Auto abgestellt. Schade, schade heute. Während Kanihalli jetzt die vorletzte Runde anläutet. Raptor auch alles in trockenen Tüchern, aber hier noch nicht. Um Platz 3. Jetzt heißt es nochmal kämpfen für Wayne, um den dritten Platz zu halten. Verschafft sich jetzt auch ein paar Hundertstel Abstand zu Donitalia. 21.990. Seine schnellste Runde. Und Coach hat die schnellste Runde inne immer noch. Eine 21.586. Wenn die beiden jetzt so langsam in den Zweikampf gehen. Ich muss auch jetzt so langsam gucken, wo Kanihalli ist. 21 Sekunden zu Platz 3 Vorsprung. Einstoppstrategie von ihm. Da ist Kanihalli. Ich gucke jetzt nur, wo er ist. Da hinten sind auch nochmal so ein bisschen zwei zusammen. Kanihalli läutet die letzte Runde auf Brad Sands Circuit an. Da ist es. Es wird angezeigt, die letzte Runde. Was machen die beiden hier noch? Ah. Jetzt geht's nochmal mit einer Sekunde, fast eine Sekunde Vorsprung für Wayne vor Donitalia. Ratzeking. Oh, da kommt Mago noch mal ein bisschen näher dem Ratzeking. Da sind denn hier noch zwei. Teufelsfront. Ich muss natürlich. Kanihalli im Auge behalten. Und dann gucken wir mal, wer zum Interview reinschneit.
dreht sie nochmal rum und geht dann durch die Clark-Kurve. Und dann ist es wieder geschafft. Der erste Platz. Glückwunsch an Kani Halli zum ersten Platz. Den fünften in dieser Saison. Und Raptor wieder mit einem starken zweiten Platz. Glückwunsch. Jetzt müsste... Da kommt Wayne. Dritter Platz für ihn. Donny Talia, der im vierten. Schnell zu Ratzen. Und da kommt Ratze King, da hinten kommt auf Platz 5, 6 Mago, die 7 Teufelsfront, die 8 Grisou, 9, das mache ich jetzt, um Plattfuß zu ärgern. Jedenfalls am Dienstag hat es, ist auch egal, hat es richtig Spaß gemacht. Bei Triple X Nummer 9, Coach ist schon durch. Hat das da richtig Spaß gemacht bei den Triple X-Leuten. Haben da auch sehr viel gelacht. Werden wir jetzt hier nochmal... Es dauert jetzt noch ein bisschen. Danke. Schade mit Mr. Krabs. Mit dem Disconnect. Schade, schade. Dann machen wir gleich mal. Kann ich jetzt eigentlich schon machen? Machen wir jetzt auch mal schnell. Machen wir schnell schon mal die Party auf. So, ich habe sie schon mal aufgemacht. Weil es dauert jetzt noch einen kleinen Moment, bis das da abgelaufen ist. Vielleicht schneit da schon jemand rein. So, da sind wir wieder. Plattfuß kommt schon rein. Hast du dein Mikrofon freigegeben? Mich hören kannst, ich denke schon. Ja, mich, also ja, es geht um den Stream, ne? Dass man dich da hört. Hm. Ja. Na? Warten wir mal auf die anderen. Ich muss das erstmal gerade verdauen. Ja, ich frag dich auch nicht. Ich frag dich nicht, wie war das Rennen? So, Ratze King kommt reingeschneit. So, Abend. Abend. Ja, da, um das mal vorauszuhauen, Kaliber und Wayne haben sich nicht gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Moin, ja? Männer. Moin, Kani Halli, Glückwunsch zum Ersten. Ja, danke schön. Starke Performance. Mhm. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich konnte mich raushalten aus dem Scharmützel. So. Ja, auf der Strecke. Jetzt wird es hätte fast geklappt mit dem Treppchen. Es hätte fast geklappt. Ich bin so sauer, ey. Ja, dann geh doch da ein Stück vom Gas. Na, redet ihr mal. So, jetzt das Rennergebnis. So, wir sind jetzt auf dem Rennergebnis. Plattfuß, was war los? Frag erstmal die anderen. Kann die Halli. Ja. Stark gefahren? Einbox-Strategie. Ja, genau. Hatten wir ja nochmal mit dem Raptor schon mal ausprobiert gehabt. Ja, ich konnte die gute Zeiten auch mit Stufe 2 fahren. Von daher war ich also der ersten Stint eigentlich hauptsächlich in Stufe, sprich Stufe 2 da unterwegs. Und konnte ich, glaube ich, 23, 24 Runden, dann hätte ich fahren können. Macht ja keinen Sinn mehr dann. War 22 dann rein. Ich glaube, da waren ja immer noch 21er Zeiten dann in der Runde. Klar, da waren wir nachher ein bisschen im Verkehr, da hatte ich ja schon Bedenken. Wayne war ja vor mir, aber der war ja schnell da unterwegs. Dann konnte ich da mich schön hinterklemmen und da noch ein bisschen Sprit sparen für den zweiten Teil. Mhm. Und dann, als alle drin waren, glaube ich, hatte ich 18 Sekunden auf Raptor. Hallo. Ja. Und dann brauchte ich da ja kein Risiko mehr fahren. Guten Abend, Mago. Hallo, Ratze King.
Was ist los? Liegt es am Auto? Als Ja, auf jeden Fall. Oh, Wayne ist da. Als, ja, als du also in der Saison 11 falsche Autowahl in dieser Saison. Ich ja wollte eine Challenge, die habe ich bekommen. Ja, mit dem ist einfach schwierig, da vorne mitzuhalten. Mhm. Also, ist einfach also schwierig. Ich finde es definitiv eine super Sache vom Race King, zu sagen, oh, ich nehme ein anderes Auto. Ich meine, sonst wäre er wieder vorne weggefahren, die Saison. Wird ja irgendwann langweilig. Und der Race King, ich denke mal, du musst ja mal andere Herausforderungen setzen, oder? Ja, genau. Also, lieber viele spannende Kämpfe als, ja, weiß ich nicht. Also, jede Saison mal was anderes. Ja, ich suche dir das nächste Saison das dann aus, das Auto aus, ne? Wollte ich mal ein paar andere Gegner haben diesmal. Nicht den Don wie letzte Saison oder Kanihali. Heute mal letzte Runde mit Mago. Ja, genau. Aber ich habe gedacht, ach komm, anderthalb Runden, das bringt nichts, das lässt mal fahren und der Arm ist, hat sich rausgedreht, komm, lässt mal in Ruhe. Wayne, Glückwunsch zum dritten Platz. Du und Kaliber haben euch nicht, ihr beiden habt euch nicht gesehen, ne? Also, wir hatten auch, glaube ich, zwei Disconnects. Dann hat Kaliber sein Auto abgestellt, weil da hat er nochmal richtig gequetscht. Das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Ja, in der Einführungsrunde hatte ich kurz gesehen, wie praktisch das Auto vom Kaliber über dem Auto von Wayne ist. Ja, da hat auch in Wayne in der Clarkkurve da auch mal einen Satz gemacht, wo die beiden nebeneinander waren, ne? Im Rennen war der auch übereinander, als ich hinter euch hergefahren bin. Und der Crisou noch davor war. Das sah wild aus. Also schwierig. Ja. Und dann wolltest du den noch wieder vorbeilassen und so. Oh, das war. Ja, Crisou hat es dann rausgetragen, ne? Der ist dann auf die Seite. Ja, hab ich auch gesehen, ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das konnte ich auch nicht sehen bei dem. Bei den Autos, die da her und hingesprungen sind. Ich wollte gerade sagen, da haben sich doch alle berührt, oder? Ja. Ja. So, wir haben den Raptor da. Glückwunsch zum zweiten. Ja, danke. Es war eine Einbox-Strategie, richtig? Nein, zwei. Nein? Oh, shitten. Ja, das heißt, hat er da irgendwie sehr viel Sprit gespart und war dann einen Kilometer vor mir auf einmal. Nicht aufgepasst, der Streamer. Ja, ich... Ja, ja. Ich hätte es gerne auf einen Stopp probiert. Vom Sprit her hätte das auch locker gereicht. Das hat Kani Hanni auch gesagt, dass ihr beiden das geübt habt. Mir war das einfach zu gefährlich mit den Reifen, weil ich die Strecke eigentlich ungern fahre. Deswegen habe ich gedacht, naja, komm, besser zwei Stopp. Mein guter Mago, zufrieden mit dem Rennen? Oh ja, Marc, meine Taktik ist aufgegangen. Das heißt, ohne Fehler durchfahren und dann Leichen aufsammeln. Danke, hat geklappt. Gut, ich habe ein paar Kämpfe gehabt auch so. Der Crisou, der auf einer Einstopp-Strategie unterwegs war, den habe ich am Ende noch gekriegt. Mit dem Krebs hat schon ein paar Zweikämpfe gehabt, bis er dann abgeflogen ist, das erste Mal. Jo, aber war ein schönes Rennen, wie gesagt, keinen Fehler gehabt, keinen großen. Und dadurch ja, landet man auf Brands Hatcher halt auch mal als Außenseiter auf Platz 6. So geht das. Brands Hatcher seine Tücken, ne? Ist ihm nicht breit, die Strecke. Das ist. Finde ich anstrengender als Tokio. Das ist eine Konstruktion. Dafür macht die nächste Strecke umso mehr Spaß. Nämlich Suzuka. Die Begeisterung kam überall. Ja, jawohl. Super, yay. Lieblingsstrecke 2. Klasse. Ja, so. Jetzt bin ich dran, glaube ich, gell? Jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Gut. Ich habe meinen Red Bull leer getrunken. Ja, also ich bin auf weich gestartet, einfach mal zu gucken, was geht. Wusste, ich kann 24 Runden gehen. Im ersten Stint, das habe ich ausprobiert, auch mit Sprit 1, Kaniali, geht auch. Ja. allerdings habe ich ein bisschen hinter Teufelsfront ein bisschen festgestellt, weil mich die Corvette direkt am Start kassiert hat. Und ich habe ja gehofft, dass ich irgendwie den Raptor noch hinter mir halten kann, aber keine Chance am Start. Kommst einfach nicht weg mit dem Ding im Vergleich zur Corvette. Dann habe ich mir das Rennen ein bisschen eingeteilt, gedacht, komm, bleibst jetzt 23 Runden draußen, geht mit weich. Bin dann rein. Klar, da war der schon, Kanihali war schon 15 Sekunden weg, 16, 17, 18 sogar teilweise schon, als die anderen alle reingegangen sind. Klar, war dann aus den Weichen nichts mehr zu holen. Jedenfalls bin ich dann rein, hab dann vollgetankt das Ding, hab mich dann schon gefreut, dass ich
dann hinter Raptor rauskam. Der ist natürlich weggefahren mit den Zwischenreifen nach dem Stint 2, war klar. Aber ich habe mir dann gehofft, ich könnte dann vielleicht hier den Race King hinter mir halten. Das hat echt gut funktioniert. Ich konnte wirklich ein bisschen auf Distanz halten, immer so in dem 1-Sekunden-Fenster. Das hat echt gut geklappt. Ja, und dann schmeiße ich erste Kurve das Auto weg. Ich könnte gerade kotzen. Entschuldigung, ist jetzt schon noch. Gut, das ist genau so. Ja. Stream ist ab. Das war's. Okay. Ja. Tja, Motorschaden, Frontschaden, Heckschaden, ach, Seitenschaden, alles rot. Mich einmal um die Kurve, mich einmal um die Strecke geschleppt. Hab dann noch versucht, noch die schnellste Rennrunde zu fahren. Die hat mir dann natürlich noch Coach kurz vor Schluss noch abgenommen. Na, das Rennen ist gelaufen. Nee, hat Spaß gemacht. Bis dahin echt cool. Ich war echt verwundert, dass das so gut aufgegangen ist. Und hätte echt mir selbst mal den dritten Platz gegönnt in der ersten Liga, aber sollte nicht wieder nicht sein. Ja. Aber herzlichen Glückwunsch nochmal. 1, 2 und 3, mega Ding. Also Kani, echt, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich habe so hart an mir gearbeitet, damit ich die Reifen so schone, dass ich zum Schluss noch Base gehen kann. Irre. Also ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe deine Rennen so oft schon jetzt studiert und ich krieg's nicht auf den Apfel. Irgendwas machst du anders, du alter IT. Keine Ahnung, ja. Ja, ich würde es auch gerne mal wissen. Wir können ja mal zusammen uns die Köpfe mal zusammenschlagen hier. Irgendwo ist dieser letzte Pfiff. Das kriege ich aber noch raus, keine Angst. Nun gut. Ja. Ja? Sowas. Ja. Wollte sowas. Noch jemanden grüßen? Das mache ich immer zu gerne. Ah, an alle schöne Weihnachtsfeiertage. Genau. Guten Rutsch vor allen Dingen. Ah, nee, Rutsch, wir sehen uns ja, glaube ich, noch mal zwischen den Tagen und da ist da Pause. Das Pause. Das nächste das Rennen Pause. Ist ja. Am 5. Januar wieder. Ja, dann erstmal, wie gesagt, euch und euren Familien. Bleibt gesund. Einen guten Rutsch. Schöne Weihnachtsfeiertage. Erstmal von mir. Und ich denke, das kann ich auch so von meinem Team auch so 1:1 weitergeben. Gut. So, wünsche ich auch jedem alles Gute. Ja, ich danke meinen Eltern, meinen Geschwistern, meinen Kindern, meinen Kollegen. Und, meinem Hamster, meinem Hund. Ja, und außerdem bin ich für Weltfrieden und überhaupt. Und, ja. Marco, klar, du schaffst aber auch jede gute aus. Situation zunichte zu machen, Marco. Oder, ach, ist ja gar keine Oscar-Verleihung hier. Okay. Aber fast. Ja, zum Glück habe ich den Stream vorher ausgemacht. Gut. Ja, von mir auch. Ich wünsche euch allen was, ne? Schöne, besinnliche Weihnachten. Vor allen Dingen bleibt gesund und dann noch ein schönes neues Jahr für euch. Und dann sehen wir uns wieder am 5. Januar auf Suzuka. Alles klar. Gleichfalls. Dankeschön. Ja, tschüss, dann. Macht es gut, ne? Macht's gut, Leute. Schön, dass ihr da wart zum Interview. Ja. Schön. Gleichfalls. Macht's gut. Oh, diese Spitzfindigkeiten immer. So. Na, klappt es hier noch? So. Dann sage ich jetzt mal tschüss. Wünsche euch schöne, besinnliche Weihnachten. Was ich eben auch schon gesagt habe, bleibt vor allen Dingen gesund. Und dann ein schönes, rutscht gut rein ins neue Jahr. Und dann hören wir uns wieder am 5. Januar auf Suzuka. Indoor-Zeit wird 14.45 Uhr sein. Natürlich noch nicht die Runden verraten. Aber was hier heute in der ersten Liga zeitentechnisch wieder gezeigt worden ist, ist von meiner Warte aus schon Granate. So, jetzt Leute, macht es gut. Bis bald.